So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und irgendwie habe ich total verschwitzt. Ich muss doch gar nicht am Ende des Videos sagen, was die Aufgaben fürs nächste Kapitel sind. Ich muss doch eigentlich am Anfang vom Video sagen, was die Aufgaben für das Kapitel sind, dass ich dann die Aufgaben anfangen kann. Und dann, wenn ich die Aufgaben fertig habe oder einlöse, ihr das wieder seht. Jetzt gucke ich nochmal hier rein. Legendäre Jahreszeit 3 von 5, seht ihr hier. Fange 10 Pokémon vom Typ Flug. Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung schon wieder. Wo sitzt hier nichts? Nichts mit Wetterverstärkung. Und mach einen Schnappschuss von Boreos. Bei Boreos melden wir uns zurück mit einem Schnappschuss. Ansonsten versuche ich mal hier Zeug zu fangen. Ihr könnt natürlich jederzeit nachgucken, welches Wetter gerade herrscht. Wir haben jetzt bedeckt. Fee, Kampf, Gift hat Wetterboost. Habt ihr hier irgendwas? Habt ihr hier eine Fee? Habt ihr hier Kampf? Habt ihr hier Gift? Das sehe ich, das Nidoran, das ist Gift, das sitzt hier vorne. Jetzt müsste man für das Nidoran extra dahin, das fangen. Dann hast du 1 von 5 und gleichzeitig brauchst du ja sowieso 10 Flug-Pokémon. Das Gute ist, bei uns jetzt hier ist noch Dienstag. Morgen ist die Raid Mania und wenn ich da 10 Boreos fange, dann hätte ich auch 10 Pokémon vom Typ Flug. Wie ich das mache, weiß ich nicht. Eigentlich wollte ich bis dahin schon fertig sein. So, wir sind auf jeden Fall zurück. Wir müssen noch einen Schnappschuss von Boreos machen. Das wollen wir gleich erledigen. Und durch Zufall habe ich gesehen, diese komische Heute-Tab-Aufgabe, wenn ihr die abschließt, da geht es einfach weiter. Und warum habt ihr nur 3 Tage, um das abzuschließen? 3 Sanana-Bären. 3 Himmibären und 3 Nanabären beim Fangen von Pokémon. Das müssen wir eigentlich auch mal machen. Da kommen auch lauter Pokémon raus. Vielleicht ist da ja überall Nasknet drin. Das müssen wir uns gleich angucken. Das muss ich jetzt aber beim nächsten Mal mitmachen, denn das habe ich vernachlässigt. Hier geht es jetzt um Boreos und einen Schnappschuss. Wir suchen uns also das Boreos mal raus. Boris. So, wird ein Bild gemacht vom Boris. Immer mit dem schönen Flug-Hintergrund. Ich finde das so genial. Boreos ist, glaube ich, der einzige, den ich kenne, der diesen Flug-Hintergrund hat. So, machen jetzt einfach mal hier ein Bild. Gehen einmal zurück. Dann können wir das hier abholen. Da gibt es nämlich auch eine TM, eine Lade-TM. Warte mal, bis die Seifenblase platzt. Und es ist sofort TM, gut. Aber Bonbons, wohl von Boreos und eine Pokémon-Belohnung, die holen wir uns auch ab, gucken uns die an. Beim nächsten Kapitel nehmen wir dann natürlich die restlichen mit. Ein Pikulente, wow. Das ist auf jeden Fall stark. Pikulente! Ich weiß nicht warum, in letzter Zeit muss ich so oft immer BisaFanTV nachmachen. Ich vermisse das einfach. Der muss einfach wieder mehr Videos machen und vor allem immer bei jedem Pokémon den Namen aussprechen. Pikulente! Das muss reichen. Wir können das aber mal fix bewerten, weil es ja aus der Quest kam, ob es ein gutes ist oder nicht. Ansonsten gucken wir uns die nächsten Aufgaben an. Und die nächsten sind... Mach einen Schnappschuss von Voldolos, als hätte ich es nicht gewusst. 5 Pokémon mit Wetterverstärkung und 10 Pokémon vom Typ Elektro. Gut, das versuchen wir uns mal alles zu merken. Wetterverstärkung ist wieder richtig eklig. Und hier halt irgendwas fangen mit Bären, mit jeder Bäre irgendwas. Machen wir jetzt auch. Ist ja nicht so schwer. Der Screenshot ist nicht schwer. Wetterverstärkung ist wahrscheinlich das Schlimmste. Was habe ich hier für Elektro-Pokémon aber? Nichts. Ich glaube, Elektro-Pokémon dauern. Ansonsten macht ein Stahlmodul an oder so. Also ein Magnetmodul. Und fangt ein paar Magnetilo oder so. Das dürfte auch gehen. So, wir sind zurück. Die Aufgabe mit den Elektro-Pokémon war eigentlich recht easy. Nur weil ich vorhin keine gesehen habe, heißt ja nicht, dass gar keine da sind. Es gab doch Pikachu. Pikachu an jeder Ecke, beziehungsweise Plusle, Minun an jeder zweiten Ecke. Wenn nicht, hättet ihr auch theoretisch ein Magnetmodul nehmen können und hättet dann eben die Magnetilo gefangen oder sowas. Gibt's ja auch. Wild momentan.
Und der Profi-Tipp für alle, die gerne kämpfen, Rocket Rüpel. Ich vergesse jedes Mal, dass die Rocket Rüpel doch auch bestimmte Typen haben und die theoretisch auch einen Elektro-Rüpel machen können, um ein Elektro-Pokémon zu fangen. Jetzt wollen wir kurz hier reingucken. Wir müssen noch einen Schnappschuss von Voldolos machen. Voldolos ab Donnerstag im Raid. Donnerstag bis Dienstag, glaube ich. Deswegen gibt es Montag auch eine Raid-Stunde von Voldolos. Und... Montag. Lasst uns nicht über Montag sprechen. Der Tag, der mein Leben verändert. Zum Negativen. Voldolos, genau. Ich habe noch ein Voldolos vom letzten Mal. Beziehungsweise konnte ich da eigentlich nicht spielen. Voldolos, aber der Marco hat mir eins getauscht, sodass ich jetzt ein Bild machen kann für den Eintrag, so als wir mal was tauschen mussten. Da schreibt gerade Noah, was der Noah möchte. Das werdet ihr vielleicht auch demnächst erfahren. Wir machen hier mal ein verschmiertes Bild, würde Natururin sagen. Wir gehen mal zurück, gucken uns die Aufgabe an. Müsste jetzt alles fertig sein hier. 10 Bälle, dann das ist bestimmt eine Top-Lade-TM. Jetzt habe ich sie verpasst. Voldolos Bonbons, wie auch immer. Wir holen das Pokémon ab und es ist ein... Hey, ein Wattzapf. Oh mein Gott, deswegen auch Elektro. Elektro-Pokémon fangen, dass ihr ein elektrisches Wattzapf bekommt. Wieso treffe ich denn hier nicht? So, großartig werfen ist auch immer wichtig. Dann ist das letzte Kapitel. Das müsste mit dem fünften Kapitel weitergehen. Und so wie wir das kennen, ist das fünfte Kapitel ja meistens also das letzte, sind ja nicht immer fünf, ist das letzte Kapitel meistens immer nur Belohnungen abholen. Gucken wir uns aber gleich an. WhatsApp sieht ganz nett aus. Ja, nehmen wir mit. Und die letzten Sachen sind... Belohnungen abholen. 2000, 2000, 2000, 5000. Da lohnt sich ja schon fast ein Glücksei, wenn man gleichzeitig einen Raid macht und das beim Raid abholt, beziehungsweise heute Abend in der Raid-Stunde sind ja eh Glückseier an. Dann müsste ich dann aber die Forschung in der Raid-Stunde abschließen, was ein bisschen doof ist. Denn dann habe ich die nicht hier fürs Video. Ach, was sind schon Erfahrungspunkte? Wir holen die jetzt einfach ab. Erfahrungspunkte mitgenommen. Hier 5000, hätten 10.000 sein können. Nehmen wir auch einfach mit. Nehmen mal die Kamera hier mit und laufen mal hier quer über diesen Spielplatz. Ein Somniarm noch mitgenommen. Fangen wir auch fix. Holen dann die anderen Dinger ab. Schön, wenn man... Eben war alles super. Da konnte ich es hinstellen, konnte einfach werfen. Das hat geklappt. Jetzt versuche ich natürlich mit dem Daumen zu werfen, während ich mich bewege. Das klappt natürlich dann nicht so gut. Ist aber trotzdem drin geblieben. Können wir uns auch die IV kurz angucken. Ob das ein gutes ist. Naja, 14, 13, 10 müsste das ungefähr sein. Jetzt müsste die Forschung hier weg sein. Ihr habt die Level 48 Forschung noch hier drin. Die Level 50 Forschung hier drin. Und ihr habt natürlich die Mew-Forschung hier drin. Wir wollen aber hier die Pokémon noch abholen, um zu gucken, was da drin ist. Ein Magnetilo. Das heißt, das hätte ich theoretisch für die Elektro-Pokémon gleich mitfangen können. Also die Heute-Forschung gibt euch auch Elektro-Pokémon für die Spezialforschung mit. Werden wir auch kurz beschriften, bewerten, um zu gucken, was das ist. Schlecht. Ihr merkt, Herr Ramses ist ein bisschen mit durch den Wind, ne? Das Telefongespräch, was ich eben hatte, hat mich etwas aufgewühlt. Beziehungsweise war es so, dass ich mich so aufgeregt habe, dass der Gegenüber dann einfach aufgelegt hat. Und das muss schon was sagen, wenn der vom Amt kommt und von einer höheren Instanz und ihr euch einfach am Telefon so bekriegt, dass der andere die Nase voll hat und auflegt. So, ist das dritte auch ein Magnetilo? Ich weiß es nicht. Unten gibt es auch noch eine Belohnung. Ja, noch ein Magnetilo. Hätte auch ein Shiny dabei sein können. War es aber nett. Jetzt laufen wir mal hier vor. Vielleicht können wir euch gleich da nochmal abstellen. Eigentlich warte ich auch auf den Hermesmann. Der wollte heute nämlich die Natururin-T-Shirts bringen. Ich habe ja gesagt, ich bestelle welche. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, wann das online kommt. Ich tippe mal auf Donnerstag. Also ihr müsst bedenken, ich nehme das gerade am Mittwoch auf. Aber das ist eigentlich für Donnerstag. Jetzt nehmen wir das hier mit, während der Mann einen halb umfährt. Er kann ja auch nicht warten, bis man da rausgelaufen ist.
Jetzt weiß ich auch, wieso die Leute gesagt haben, sie haben einen Shiny Nasknet aus der Forschung bekommen, also aus dem Heute-Tab. War wohl hier am Ende. Werfen da nochmal einen Ball drauf, einfach fabelhaft geworfen mit dem Daumen. Das sieht auch gut aus. Bechergasse. So, das werden wir noch bewerten, dann sind wir eigentlich fertig. Der Brian hat gerade gefragt, ob vielleicht jemand den Fünfer-Raid an der Stadtmauer mitmacht, aber er ist alleine. Ich wäre Person Nummer 2 und er würde Pfeffi einladen können, wären 3. Würde theoretisch reichen, aber wie gesagt, ich nehme das ja am Mittwoch auf. Alter, was ist das denn? Mach einen Schnappschuss von einem Pokémon vom Typ Gestein. Fange 10 Pokémon vom Typ Gestein. Das geht ja noch weiter. Gut, wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch 10 Gesteins-Pokémon fangen. So, wir sind zurück. Wir müssen noch einen Schnappschuss machen von einem Pokémon vom Typ Gestein. Ja. Hier sitzt auch ein bisschen was rum. Toll. Eben saß hier noch ein Stolunio. Egal. Wir können nochmal das Reitschuh antippen. Selten, dass man mal ein Reitschuh sieht. Ihr wisst Bescheid. Wir probieren mal den Schnellfangtrick aus beim Reitschuh. Zack. Nicht in den Kreis getroffen. Vielleicht ist es trotzdem drin. Nö, ist es nicht. Wir probieren es nochmal. Aller guten Dinge sind 2 bei mir. Wir curven, wir werfen. Wir haben großartig getroffen. Und es ist im Sack. Und jetzt werden wir gleich als Gesteins-Pokémon nehmen wir natürlich Nasknet. Weil es ja das Nasknet-Event ist, wollen jetzt hier da einen Schnappschuss machen. Da gehe ich mal ein Stück zurück und zeige euch mal, wie das hier aussieht. Zack. Das seid ihr. Jetzt habt ihr euch gesehen. Machen jetzt das aber fertig, denn da gibt es Staub. 8 Pokebälle. 8 Pokebälle, das ist einfach heftig. Und eine Pokémon-Belohnung. Bitte noch ein Nasknet. Gönn mir mal ein Shiny oder so, live auf Kamera. Es ist auf jeden Fall ein Nasknet, aber es ist kein Shiny. Wir können hier auch mal den Schnellfangtrick machen. Also dazu muss man aber erstmal treffen. Und er darf natürlich nicht ausweichen. Und in der Zeit hätten wir es schon längst gefangen, wenn wir nicht den Schnellfangtrick probieren würden. Ist es jetzt drin? Es ist drin und es ist ein Schlechtes, wie immer. Ist die Forschung jetzt fertig? Nein, besiege einen Team Go Rocket Rüpel. Immer noch. Alles klar. Wir suchen uns ein Team Go Rocket Rüpel und machen immer noch weiter. Ich glaube, das wird das endlose Video. Das unendliche Video vor allem. Eben habe ich einen gefunden und habe den besiegt. Da gab es dieses Relaxo raus. Und es hat sogar relativ gute IV. Egal. Wir suchen jetzt einen Rocket Rüpel. So, am Parkeingang haben wir jetzt hier einen Rüpel gefunden, einen Geistrüpel. Weil es ein Geistrüpel ist, nehmen wir natürlich Unlicht. Ich habe jetzt einfach mal die 3 höchsten Despoter ausgewählt, werde jetzt einfach mal drauf kloppen, habe halt nur eine Hand, mal gucken, ob ich das überhaupt dann mit den Ladeattacken hinkriege. Besser wäre es gewesen, ihr stellt das irgendwo hin, zack, der wird runtergefarmt, ne? Was heißt farmen, wir können ja eh kein Schild einsetzen, ach. Wir können keine Ladeattacke einsetzen, weil das 100 Jahre dauert. Jetzt könnten wir mal eine machen. Der ist nämlich ein bisschen hartnäckiger. Ich glaube, Unlicht ist eigentlich recht chillig, so zum Wischen, weil ihr mit dem Daumen immer nur rumkreiselt. Und es kommt ein Zubiris. Zubiris ist eigentlich das hartnäckigste von den dreien. Ihr seht, Ladeattacke. Mach nochmal die Ladeattacke zum Schluss. Diesmal geben wir uns vielleicht ein bisschen mehr Mühe. Vielleicht kriegt man diesmal einfach fabelhaft hin. Genau, einfach fabelhaft im Sack. Und ich stehe einfach nur noch unter Zeitdruck. Bis Montag habe ich Zeit. Und ab Montag habe ich dann keine Zeit mehr, wenn es so weitergeht. Außer irgendwo explodiert die Bombe und dann, keine Ahnung. Ich drehe durch. Ich will doch einfach nur irgendwie mit dem Arsch an die Wand kommen und nicht ständig irgendwo rumgestoßen werden. Was haben wir denn jetzt hier? Ein Schuppé. Das versuchen wir jetzt noch zu fangen. Wir curven mal mit dem Daumen. Auch liebevoll Christoph genannt. Christoph Daumen ist drin. Jetzt gibt es auch wieder eine Belohnung.
eine Pokémon-Belohnung. Und vielleicht sind wir dann durch. Vielleicht ist das dann das letzte Kapitel bei Suche nach Legenden. Ein Galaflunschlick. Okay. Das ist nett. Mit dem Pokéball im Gesicht, in der Nase. Ja, schön. Hier ist wieder einfach nur Ultramatsch. Ah. Ein Galaflunschlick auch im Sack. Euch stelle ich jetzt mal fix hier ab. So. So sieht das gut aus. Das bewährt man noch. Ja, das ist eigentlich für GBL ungeeignet. Weil es so viel Angriff hat. Und holen das ab und bitte sei doch jetzt mal fertig. Also, versteht mich nicht falsch, wenn ich wüsste, dass eine Spezialforschung 10 Kapitel hat. Dann freue ich mich wie ein Schnitzel, weil das ist einiges zu tun. Und dann weiß man ja, dass man das so einteilen kann, dass man jetzt zwei Kapitel macht und macht 5 Sendungen draus oder irgendwas. Wenn da nichts steht und du denkst, es ist eine Seite und die ist dann plötzlich unendlich lang, finde ich es schon etwas belastend, weil dann das Video auch zu lang wird. Und wenn ich es jetzt, Alter, das geht immer noch weiter. Wenn ich es jetzt nämlich abbreche und sage, ich mache den Rest in einem neuen Video und das neue Video hat nur eine Seite, das ist dann auch Mist. Fange 10 Pokémon vom Typ Stahl, Schnappschuss vom Typ Stahl. So, also versteht mich nicht falsch. Ich finde es ja gut, wenn die Spezialforschungen länger dauern. Aber die Spezialforschung ist ja auch immer angegeben mit Kapiteln und die ist auch schon um. Und mein Problem ist, der Akku von der Kamera ist gleich leer. Und das zweite Problem, der Hermesmann kommt innerhalb von im Zeitraum von 10 bis 16 Uhr. Jetzt ist es 13 Uhr. Ich habe immer mal wieder zu Hause vorbeigeguckt, da war der noch nicht da. Und heute kommen doch die Natururin-T-Shirts, deswegen darf ich die nicht verpassen. Ein Stahltyp hier, Foto gemacht, Stahltyp. Vielleicht ist das ja das letzte Kapitel. Ich gucke es mir mal an. Ich zeige euch mal wieder hier, wie ihr da steht. So, das seid ihr auf der Old Channel Bridge, ist natürlich auch eine Arena. Dann holen wir jetzt hier wieder die Belohnungen ab. Diesmal kein Pokémon mittendrin, aber ein Pokémon am Ende. Und es ist ein, bitte erlöse uns, ein Nasknet. Ich glaube, das geht so lange weiter, bis jeder ein Shiny hat. Und am Ende gibt es aus der Forschung ein garantiertes Shiny. Ich sehe schon, da fängt schon wieder die nächste Aufgabe an zu zählen, glaube ich. Aha. Lande 3 Curveball-Würfe, lande 6 großartige Curveball-Würfe, lande 9 Curveball-Würfe hintereinander. Also wenn wir so viel Zeit hätten, ja, dann würde ich das ja jetzt alles gerne so machen. Aber mein Akku ist gleich leer. 2, 2, 2, super, Ingo, zack, nochmal, 3, 3, 3. Also wenn die jedes Mal rauskommen, können wir das theoretisch mit dem einen Vieh, was hier rumsitzt, vielleicht sogar noch fertig machen. Das sehe ich gerade. Ich habe aber mein Nasknet gar nicht bewertet. Das muss ich nämlich auch noch machen. Nasknet. Sieht an sich ganz gut aus. Wir nehmen uns mal den Hoppelhasen. Und wollen mal bei dem Hoppelhasen werfen. 4. 4. Wieso? Warum zählt das letzte nicht? Achso, ich glaube, das eine ist schon fertig, deswegen. Was ist denn überhaupt die Aufgabe jetzt? 6 Curveball und eigentlich noch 5 Stück hintereinander. Ich versuche das mal fertig zu machen, ja? Beziehungsweise können wir das hier noch mitnehmen für die Aufgabe. Ein Fritzelblitz. 5 von 6 und 5 von 9. Vielleicht können wir auch hier stehen bleiben. Komm raus, Bruder, ich will nochmal werfen. Wenn es abbricht, muss ich es ohne Kamera machen. Wir versuchen es jetzt mal fertig zu machen, so im Ganzen. Zum Glück habe ich hier oben noch was drin. Noch ein Nasknet. Ich glaube, wenn ihr eine Beere werft, dann bewegt sich das ja nicht mehr so. Da können wir also gemütlich werfen. Okay, ich melde mich gleich zurück. So, wir sind zurück hier an der Brücke der Technik, wer das noch kennt. X-Ray Arena gewesen, immer heftige Sachen passiert. Keine X-Rays mehr, keine heftigen Sachen mehr. Alles egal. Hier haben wir jetzt ein Pupanz.
Ja, so sieht's aus. Ein Pupanz. Schnell weg. Ich muss gegen den Hermesboden spielen. Zeitlich gesehen. Beziehungsweise, ich muss nicht nur gegen den Hermesboden, sondern auch gegen den Akku spielen. Zeitlich gesehen. Und die dritte Belohnung. Vostelka, das ist krass. Dann nehmen wir sogar mal einen gelben Ball. Zack. Und zurück. Können wir die jetzt bewerten? Haben wir alle drei gefangen. Es sieht so aus. Jetzt weiß ich auch, wo der Benny sein shiny Kastatur her hat. Weil er gerade geschrieben hat, das ist ja mal eine nette Belohnung. Hat ein shiny Kastatur gehabt. Hat er wohl direkt da aus der Forschung bekommen. Suche nach Legenden. Jetzt schnell weiter drücken. Und Nasknet. Ja, ich freue mich über jedes Nasknet. Aber ich glaube nicht, dass da auf einmal ein shiny drin ist. Es ist ein, ist es gut, ist es schlecht? 14, 14, 14. Ist eigentlich recht gut. Aber natürlich trotzdem schlecht für meine Verhältnisse. Ich sammle ja nur 100er. Verwende einen Rauch. Fange 45 Pokémon vom Typ Stahl. Alles klar. Das wird nix. Ich glaube, da bietet sich was an. Und zwar, ich werde das Kapitel jetzt beenden. Und ich werde einfach am Donnerstag, ich werde das am Donnerstag hochhauen. Donnerstag gibt es dieses Video. Und Donnerstag gibt es abends eine Rauch-Session. Livestream, eine Stunde Rauch. Rauch angemacht, zack, und dann geguckt, ob wir hier die Stahl-Pokémon zusammenkriegen. Anders geht's jetzt leider nicht. Komische Aufteilung, die Leute werden sich dann wundern. Hä? Wieso streamt der jetzt keine Raids? Wieso macht der jetzt Rauch? Aber für diese Aufgabe, das möchte ich nicht alleine machen. Das machen wir dann einfach zu zweit, zusammen. Wenn also ein anderer im Stream ist, dann sind wir zu zweit. Das heißt, das war's von meiner Seite aus. Suche nach Legenden, 45 Pokémon vom Typ Stahl, werden wir am Donnerstag machen mit Rauch, werden das da fangen im Stream und vielleicht seid ihr auch soweit bis dahin und raucht auch eine Runde mit. Das war es jetzt von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.